Jo, ich hau dich kaputt, ne? Mann, jo, Alter. Patrick, ey, du fette Sau, ich hau dich kaputt, Alter. Na gut. Adio, zurück zu SpongeBob, ja. In der letzten Episode, letzten Aufnahme, haben wir den Seetangwald gemacht. Und jetzt wollen wir hier rüber auf den Österreichsfriedhof. So. Gekauft haben wir ihn ja schon, beziehungsweise freigeschaltet. Nee. Der Schiffsfriedhof. Ajoa. Irgendwo hier in diesem verfluchten Ort versteckt sich ein furchteinflößender Geist. Mhm. Und da vorne steht er rum. So. Erstmal rumgucken, ne? Da ist die Taxi-Dingsbums. Hier, ja. Vorsicht, ne? Müde. Ja. Wer wagt es, den fliegenden Holländer zu stören? Diese Stimme. Ich bin es, SpongeBob, Sir. Ich brauche keine Kekse. Was? Aber ich bin doch kein Pfadfinder. Aha. Hör mal, Junge. Ich bin viel zu beschäftigt, um dich zu Tode zu erschrecken. Ja. Komm später wieder. Was ist denn los? Ja, was ist nur los, ne? Es sind diese verdammten Roboter. Ja, aha. Die haben mich von meinem eigenen Schiff geworfen. Mhm. Von seinem eigenen Schiff geworfen zu werden, ist fast so, als ob man seine Badehose am Strand verliert. Es ist eine traurige, traurige Sache. Jetzt haben diese Roboter ihr eigenes Piratenschiff und machen sich gegenseitig fertig. Das ist doch witzig. Kann ich irgendetwas tun, damit sie sich besser fühlen? Nun, da du es gerade ansprichst, geh hinauf zu meinem Schiff und benutze die Kanonen, um das Roboterschiff zu besiegen. Jo. Noch Fragen? Gibt es diesen schönen Hut auch in Größe 3? Nein, aber du bekommst einen goldenen Pfannenwender von mir, wenn du es schaffst. Ah ja, ist doch toll, ne? Und da ist ein neuer Roboter, den wir ja noch nicht gesehen haben, ne? Oh mein Gott! So, ich kann ja mal erstmal... Er hat ein Schutzschild aus Öl und ich kann mal zeigen, was passiert, wenn man getroffen wird. Triff! So. Man ist wie auf Eis. Eben ist total rutschig und so. Schade. Und jetzt. Pam. Weg ist er. Olle, gut. Hier drüben, da kommt noch nichts, ist noch nichts. Wobei, hier können wir ja das Ding mal öffnen. Hm. Ach, diese Musik finde ich irgendwie cool. Also, ich mag die. Ist eine der besten Level-Musiken hier in diesem Spiel. Gut, dann fliegt so ein Spast rum. Uff, daneben, schade. Okay, nochmal. Hat leider ein recht behindertes Handling. Aber ich habe getroffen. So. Ich finde die aber ganz gut. Ich finde die schön. So, immer schön Dings sammeln. Wir müssen hier wieder zweimal Sachen kaufen für goldene Pfannwender. Zuallererst hier unten für 2700. Ja, ja. Gut. Das bringt uns jetzt noch nicht viel. Deswegen drücke ich auch noch nicht auf den Knopf, weil es einfach gar nichts bringt. Es bringt nicht nur nicht viel, es bringt absolut nichts. Ja, gut. So. Oha. Ach ja, genau. Warum er das sagt, weiß ich auch. Und ja, gut. Kamera war gerade falsch. Da oben ist nämlich wieder so ein 3-Mongo. Mongo. Nee, niemals. Scheiße. Yes. Gut, ich habe wieder ein bisschen dunkel gestellt. Weil ich dachte, das Level ist recht hell, aber naja. Diesmal stelle ich es auch nicht um. Ich fühle mich wie ein neuer Schwank.
Yes. So. Dann müssen wir mal eben... Stubidubidub. Geht's eigentlich noch drin? Nee. Gut, also wir müssen da mal irgendwo gegenballern. Okay, dann müssen wir vielleicht den Deckel treffen. Anscheinend ja, weil das war auch ein Ziel, was er mir angevisiert hat. So, und jetzt sinkt der ganze Scheiß. Und da haben wir schon einen goldenen Fun-Banner gesehen. Lalalalalala. Dann wollen wir hier wieder hinabsteigen. Joa. Naja, boah, das ist ein Hissenbild. So. Dup. Ich wollte sagen, dup. So, normalerweise mit Gu zeigt da an, wo es halt die Fresse, wo es lang geht. Oder beziehungsweise wo da gerade was passiert ist. Aber naja. Ist eigentlich nicht so schwer, diese Dings zu rollen. Mal kurz bremsen. Man hat aber auch Zeit. Und Tor! Unhaltbar! Ja. 73, ich wollte 40 sagen. Das ist aber total falsch. Wir haben nämlich schon fast doppelt so viel. So. Mal eben die Maus wegschieben. Ja, das hat mich ein bisschen genervt. Hallo. Bombs. See ya. Gut. Stör. Mal gucken. Ja, schön. Wow, awesome. Schon fast eine ganze Folge. Naja, nicht ganz. Nee. Die Hälfte, eine halbe Folge und wir haben. Na gut, geht eigentlich. Wir haben schon ein bisschen was. Wir haben immerhin schon goldenen Pfannenbänder. Wow, diese Grafikfehler sind immer cool, naja. Aber was soll man machen, ne? Zumindest habe ich hier Grafikfehler, wie es im Video ist, weiß ich gar nicht. So, das hier wird man ganz oft sehen, beziehungsweise ja, ein paar Mal. Ganz oft ist, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen übertrieben. So, dann wollen wir das da hinschieben und warte. Dann springe ich hier mal eben in den Tod, ne? So, zur Info. So, hier ist nämlich noch ein gülden scheinender Pfannenwender. Ja. So. Lalalala. Los, Musik. Ach komm. Bisschen auf Umwegen. Da. Boom. So. Dann einmal hier hinauf und ja gut, von hier aus können wir den schon mal vernichten. Der nervt nämlich. Kann gerade nerven. Und versuchen mal, ich weiß nicht, ob ich so weit komme, beziehungsweise ob er dann nicht schon sein Schild wieder aufrecht gemacht hat. Und sich rumgeballert hat. Mal schauen. Anscheinend ja, aber ich kann es ja nochmal versuchen. Glück ist er jetzt nicht. Boom, ja. Sauber. Das sind die blödesten Gegner, die es hier im Spiel gibt. Also, ja, so ziemlich. Genauso. So. Gut, wo sind wir jetzt eigentlich? Der ist ein Deal. Okay, hier lang und da lang und da oben ist wieder so einer. Hallo. Boom. Bam!
ins Gesicht. So. Den muss man dreimal treffen. Gut, die stehen jetzt hier in unserem Pult. Hallo. Hallo. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur den treffen. Ich hab... Ja, gut. Oh, hier ist noch sowas. Hier hat es Leben hier nach oben. Und hier unten ist der Hildieren. Ne? Und da unten ist der Hildieren. Boah. Irgendwo hier ist ein Spawner. Ne? Ein Dungeon. Nein, eigentlich ein Duplikatotron. Ach, da ist er ja, richtig. Ich fuck aus, ne? Was ist das? Kaboom! Und perfekt. So. Ja. Und ja, gut. Hoch. Lalala. Also, okay, das war nicht so geplant. Aber nett, dass man das auch kann. Gut, was ist hier? War ich hier schon mal? Ach ja, hier ist das Ding. Stimmt. Oh mein Gott, ein goldener Pfannwender. Ich schlag dich tot. Warum mache ich ein Getränk endlich zu? Das ist doch voll behindert. Ah, yummy. So. Da lang. So. Und nun, wo geht's jetzt hin? Ahoi, ja. Mr. Thaddeus. Schrubben Sie das Deck. Halt deine Fresse. Ja, wahnsinnig komisch. Mhm. Musst du nicht nach einem silbernen Löffel suchen? Nein, nach einem goldenen Pfannenwender. Was auch immer. Da oben ist einer. Und da haben wir schon ganz kurz was aufblitzen sehen. In diese Richtung mal schauen, ob wir es zu sehen bekommen. Da. Wie viel brauche ich? 2700 ist denn das. Ja. So viel brauchen wir dann. Au. Warum auch immer die sich ohne den obersten. Was mache ich eigentlich? Au. Ich wollte gerade sagen, wie auch immer die sich ohne den obersten wieder regenerieren können. Naja. Was soll der? Was soll das eigentlich? Wollte ich eigentlich sagen, nicht was soll der. Naja, auf jeden Fall, was hier auch sehr, sehr häufig vorkommt, ist der Wandsprung. In ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Ich glaube hier besonders oft. Hallöchen. Und Tschüsschen. So, und jetzt brauchen wir Sandy. Hat man vielleicht schon gesehen, als man, wenn man auf so etwas geachtet hat, aber dadurch, dass es hier so dunkel ist, kann man das wahrscheinlich eh nicht gut erkennen. So, und miau. Dass sie nicht mehr Kawabanga sagen kann, sondern Bunga. Ist bestimmt einfach irgendwie vom Google übersetzt worden und gesprochen. Ach ja. Da war ja was. Das habe ich ganz vergessen. Ich achte nie darauf. Vor allem auch, weil sie voll im Weg ist. Au. Da trifft das Vieh auch noch. Ich schmeiß euch alle vor den Trecker. So. Hallo. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und ja. Oh, hier brauchen wir wieder SpongeBob. Hey. Je glänzender, desto besser. Finde ich auch.
So, diese Wand geht rein und raus. So. Das wollte ich sagen, genau. Mal schauen, was kommt jetzt für ein Wandsprung? Ach ja, dieser Wandsprung. Der noch nicht tödliche, vorwärtige Wandsprung. Oh Gott, was rede ich gerade? Himmel. Oh, geht gar nicht. So. Hier ist er tödlich. Aber es sollte eigentlich kein großes Thema sein. Very good. So. Headshot. Gut, nicht direkt gut Headshot, aber... Bei Black Ops habe ich das auch manchmal online so, dass ich irgendwo hinschieße und dann... Dann ist eigentlich ein Header. Nee, Humble, ich hab nicht genug. Also hier kriegen wir dann... Ich kann man über die Planke gehen, springen. Und dann ist da unten ein, ja... Dings, also mit Bungee springen und allem drum und scheiß und so. Und hier kommt noch ein weiterer Wandsprung, auf den wir warten müssen. Okay, dann... Darf ich mal sagen, ne? Hin und her... Und nicht wirklich. Gut, schade. Muss ich ein bisschen höher? Nee, jetzt haut das wieder ab. Och. Na, na, da, 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 da. Du, du. Nicht rückwärts. Nein, ich will nicht rückwärts. Rückwärts ist nicht toll. Gut, geschafft. Wow, aber knapp. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht oder vor allem noch nie geschafft dann. Tschüss. Ignoriere mich. Ignorierst du mich? Keine Ahnung, ob er mich ignoriert hat auf jeden Fall. Genau meine Größe. Hä? Bestimmt über mir oder so. Die sehen mich aber nur. So, das ist einer der blödesten Wandsprünge hier. Weil man da, ach ja. Scheiße. Gut. Nicht schräg, SpongeBob. Wow.